so. Was? Wieso soll ich stehen bleiben? Das Problem ist, dass ihr die Gesetze dieses Landes nicht respektiert. Jetzt ereilt euch die Strafe des Jarl. Hä? Was? Ich habe doch gar nichts gemacht. Bin doch gerade hier angekommen. Wo soll das denn? Schlaues Mädel. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Bis zum nächsten Mal. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Papierjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Traglast 279. Warte mal, und vorher? Der... Okay. Lass mal sehen. Ich komme da an und dann... Hä, ja, ich habe gar nichts gemacht. Merkwürdig. Nachdem ich in der letzten Folge die zwei, kann man sagen, einfach nicht besiegen konnte. So, will ich jetzt mal was anderes machen. Was haben wir gehabt? 200, was? 279. 200, ja, habe ich doch jetzt. Das ist seltsam. Warte mal, wenn ich jetzt hier lang gehe. So. Dann. Nein, ich will nicht schlafen. Karte. Ich bin jetzt hier. Ich muss da oben hoch, Winterfeste, genau. Seltsam. Warum soll ich denn Geld bezahlen, wenn ich nichts gemacht habe? Das ist doch komisch, ne? Guck mal. Das Problem ist, dass ihr die Gesetze dieses Landes nicht respektiert. Jetzt ereilt euch die Strafe des Jarl. Aber was? Ich hab doch überhaupt nichts gemacht. Alter, wieso bücke ich mich denn, wenn ich auf Laufen drücke? Alter, was ist denn das immer? Ich drücke die Taste zum Laufen und dann bücke ich mich. Wieso? Ich verstehe es nicht. Ich drücke echt die eine Taste zum Drücken, also zum Laufen. Und dann bücke ich mich. Was ist das denn? So, ich will da oben hin. Ich muss doch mit dem einen da sprechen, irgendwie. Halt! Im Namen des Jarl! Das Problem ist, dass ihr die Gesetze dieses Landes nicht respektiert. Jetzt ereilt euch die Strafe des Jarl. Das ist merkwürdig. Nein. Fuß runter! Was macht ihr denn da? So. Merkwürdig.
Fackel? Ich hab doch, glaube ich, selber. Aber gut, ein Gold. Haha, lustig. Könnte man höchstens verkaufen. Ja, Pfeile haben wir. So. Gut, das Ding zeigt jetzt hier rein. Hi. Meine Tage an der Akademie sind lange vorbei, aber ich bleibe gerne in der Nähe. Ja gut, aber ich wollte dich fragen, ob du den Elfenmagier kennst, weil ich bin auf der Suche nach den Sternen, weißt du? Wer hat euch geschickt? War es die Akademie? Der Jarl? Wir hatten uns doch geeinigt, dass keine weiteren Fragen mehr gestellt werden sollten. Eine Priesterin von Azura hat mich geschickt. Ihr arbeitet mit den Dedra zusammen? Ja, sicher. Und jetzt erzählt mir den von der agonischen Maid und dem rüstigen Baron. Ich habe zu nichts zugestimmt, redet. Beruhigt euch. Ich werde euch alles erzählen. Okay. Was wisst ihr über Seelensteine? Über Seelensteine weiß ich einiges. Aber wieso wechselt da jetzt das Thema? Um Seelensteine geht es doch gerade. Sie werden beim Verzaubern verwendet. Und ich dann weiß. Zerbrechen sie. Außer einem. Azuras Stern. Ein dädrisches Artefakt, durch das beliebig viele Seelen durchgehen können. Ja. Ein paar von uns wollten herausfinden, wie es funktioniert. Ich habe damals unter Marlin Waren gearbeitet. Hätten wir doch nur gewusst, was er in Wirklichkeit vorhatte. Was hat Marlin getan? Marlin wollte den Stern verändern. Er war krank und lag im Sterben. Und er dachte, er könnte seine Seele in den Stein transferieren. Unsterblich werden. Es hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Mhm. Irgendwann kamen Schüler zu Tode. Schließlich verbannte ihn die Akademie. Er nahm ein paar loyale Schüler mit zu Ilinaltas Tiefe und verschwand. Hört mal, mir ist es egal, wer euch gebeten hat, den Stern zu finden. Aber bringt ihn nicht zurück zu Azura. Die Dädra sind böse. Sie sind der Grund, weshalb Marlin wahnsinnig wurde. Aha. Finde Azura Stern. Aber warum soll ich den nicht zurückbringen? Das ist ja... ja. Wie haben die Dädra Marlin in den Wahnsinn getrieben? Azura ist keine normale Dädra. Sie herrscht über ein ganzes Gebiet im Reich des Vergessens. Aha. Je stärker Marlin den Stern bearbeitet hat, desto nachhaltiger konnte sie ihn vernichten. Es fing ganz langsam an. Marlin begann Dinge zu sehen, die gar nicht da waren. Dann brüllte er Schüler wegen Sachen an, die sie gar nicht gesagt hatten. Tja. Dann kam ich eines Tages dazu, wie Marlin eine Schülerin getötet hatte. Und in einem furchtbaren Moment der Inspiration begann er, ihre Seele für seine Arbeit zu nutzen. Aha. Anscheinend hat Marlin bekommen, was er verdient. Die Akademie würde euch dazu stimmen. Aber habt ihr eine Vorstellung davon, wie viele unschuldige Leben vorzeitig beendet wurden, nur damit Azura ihre Rache haben konnte? Nö. Wir gelten den Dedra nichts. Wir sind nichts als Schachfiguren, die sie herumschubsen, loben und bestrafen können, wie es ihnen passt. Gehört ihr zur Akademie? Nein. Ihr Götter, nein. Schon seit Jahren nicht mehr. Mhm. Ich hatte Winterfeste eine Weile verlassen und bin bei meiner Rückkehr hier in der Herberge eingezogen. Aha. Und weshalb wohnt ihr hier in der Herberge? Ich bin immer noch mit meinen Forschungsarbeiten beschäftigt. Aha. Und hier in Winterfeste habe ich Zugang zu meinen ehemaligen Kollegen. Oh. Okay, und was ich noch fragen wollte, wie funktioniert eigentlich der Azura-Stern? Ich habe doch erwähnt, dass der Stern ein Seelenstein ist. Nur, ja. Dass er sich niemals verbraucht. Hm. Es gibt noch eine weitere Regel für das Artefakt. Ihr könnt im Stern nur weiße Seelen speichern, die zu den niederen Kreaturen gehören.
Azuras Magie lässt nicht zu, dass schwarze Seelen darin eindringen. Als Sterblicher war Marlins Seele schwarz, also bestand ein Teil seiner Arbeit darin, Azuras Regeln zu durchbrechen. Er hatte sein Ziel fast erreicht, bevor... Nun, das habe ich euch bereits erzählt. Gut. Ermordet! Kaltblütig! Was? Ja, und du? Ich sehne mich nach einem Kampf. Ja. Alles klar, gehen wir. Ja. Aber guck mal, der hat da noch Geld liegen, aber können wir leider nicht. Ich habe euch gesagt, was ihr wissen wolltet. Ja, ist ja gut. Was wollt ihr denn noch? Gar nichts. Die Magier lassen uns nicht in die Akademie rein. Sie sagen, dass es da drin nicht sicher ist. Ja, du bist ja auch noch viel zu jung, ne, Ayrit? So. Wenn ihr etwas braucht, sagt es mir nur. Keine Ahnung, ich wollte mal kommen. Wenn ihr mit der Akademie zu tun habt, könnt ihr gerne bleiben. Im Grunde genommen ist das auch unsere Haupteinnahmequelle. Ja, aber ich wollte mal fragen, ob du vielleicht ein bisschen Arbeit für mich hast? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Aha. Okay, gut. Dann... Okay, dann einmal kurz richtig speichern. Ich mach das mal. Wo machen wir das denn? Vielleicht hier. Als ich noch jung war, habe ich meinen Vater auf Jagdausflügen nach Morrowind begleitet. Die Klippenläufer waren ein ausgezeichneter Zeitvertreib. Ach was. Und ein Zeitvertreib für mich wäre hier, wenn ich das mal... ne? Von nahen, also ohne deine... ja. So, warte mal. Nein, nicht schlafen. Nein. Was machen wir denn? Moment. Ihr könnt auch gucken, wie lange ich schon gespielt habe, ne? Oder so. Kann das sein? Orte entdeckt haben wir 83. Verliese abgeschlossen 19. Das ist ja nur hier. Nein. Warte mal. Kann man das? Doch, so geht es. Ah, guck mal, Bücher gelesen, 59. Immerhin. Druiden geplündert, 233. Alter, so viele Kisten haben wir davon aufgemacht. So viele Druiden. Stunden gewartet, nein. Ist aber jetzt, naja. Gut. Kampf. Was haben wir denn? Kampf. Menschen getötet. 183. Tiere 105. Naja, nicht so viel. Ein Kaninchen geschlachtet. Okay. Gut, Magie haben wir, Zauber gelernt, 7. Gut. Wie oft habe ich den frei benutzt? 132 Mal, Alter. Sehnensteine verwendet, bis jetzt nur 7. Das ist auch wenig. Seelen gefangen, im Moment noch 0.
Ja, wir haben ja bis jetzt noch gar keine Drachen gefunden. Das ist auch ein bisschen. Ja, ne? So. Wir haben Kopfgeld in da, Kopfgeld da. Wow. Gut. Dann würde ich sagen. Ja. Wo, Alter, wo muss ich denn jetzt hin? Nein. Ah. Nein. Hier. Aber ich sah ja den Stern nicht. Wo ist denn dieser Ort? Da. Da waren wir noch gar nicht. Wir waren noch an so vielen Orten nicht. Guck mal, da waren wir noch nicht. Da noch nicht. Wow, so viel noch dunkel. Halleluja. Da oben ist noch was dunkel. Wir sind jetzt hier oben im Ernst. Winterfeste. Halleluja. Guck mal, da ist ein Schiff. Dann haben wir hier noch allerhand. Da ist noch was. Gut, ich gucke mal, was ich erstmal verkaufen kann. Dafür gehen wir erstmal nach Waldlauf. Ich gucke erstmal hier rein. So, können wir hier ein bisschen vielleicht wieder was loswerden? Willkommen. Wir haben kleine. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Beides. Lass mal sehen. Ich habe da so eine Waffe. Die könnte ich auch noch behalten. Das hat nur ein Gewicht. Das ist Eisenwaren, Eisenerz. Wow. Was hat er denn? 1171. Die Elfenrüstung, ja. Aber die kriegt man ja sowieso hier und da nochmal. Das sind die kleinen Pfeile. Das ist der große Bogen. Goldbarren. Golderz. Irgendwann brauche ich das mal und deswegen will ich das dann nochmal in die Kiste packen. Dieser Hammer macht Schaden 30. Und den anderen, das Schwert hatte ich, weiß ich nicht. Das verkaufe ich mal, denn. Ja. So, hier haben wir zwei Stück. Schaden 27. Warte mal. Der macht 19, der Bogen. Und der andere war. Der hier macht 22. Hier ist die eine Waffe, die macht Eisschaden von 26. Und die Axt macht 27. Ein Schaden mehr. Ja. Er hat aber dafür nur 19, das ist. Ach, das ist so schwer. Ich würde mal sagen.
Was machen wir denn? Ich weiß es nicht. Behalten wir den oder schmeiße ich den weg? Also gebe ich den weg? Ob ich jetzt 19 Schaden mache mit dem Bogen oder vielleicht 20 oder 21, das ist ja. Ne? So, verkaufen wir den. Im Moment habe ich ja die Rüstung hier. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ja. So, dann gehe ich noch mal in einen anderen Laden rein. Alter, geh doch mal zu mir hier. Nein. Gut. Das ist mein Haus. Ich habe ein Haus, ein wunderschönes Haus. In dem lebt meine Krabbe immer noch. Na, Krabbe? Katrin, wie geht's dir? So. Ja, ich würde mal sagen, was habe ich denn überhaupt hier noch in meiner Kiste drin, alles? Ach, nur zwei Sachen nur? Ein Schild und eine Maske? Haha! Okay. Bekleidung, Waffen. Müsste eigentlich auch Schilde drin, also, ne? Eigentlich. Gewicht 21. Warte mal, ich kann mal. Ich mach das mal so hier. Also ich nehme mal den Hammer weg. Ich leg dir mal da rein. So. Weil dann kann ich mal die Dings hier da mal nehmen. Eine Axt oder von mir aus auch hier Dings. Nein, das nicht. Das ist viel zu klein. Das wurde aber nicht angezeigt beim Verkauf. Gut. Da habe ich auch da noch eine Waffe. Schaden 26. Genau. Die macht 27. So. Bekleidung, was haben wir denn bei Bekleidung alles drin? Was diese einfache? Das Schild ist ein bisschen schwer, hat ein Gewicht von 12, ja, aber ich weiß nicht, soll ich es behalten? Ja, ne? Ich behalte aber. Gut. Ich lege das mal an. Mutter war eine starke Frau. Sie ist diejenige, die mir meine Schwertkampftechniken beigebracht hat. Ja, wie schön. Gut, da habe ich Bücher und Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, ich kann mir das vorstellen. Genau, hier habe ich Eisenerz einmal und jede Menge Getränke. Genau, und da waren die anderen Sachen drin. Da haben wir die Dinger noch, genau. Da habe ich, glaube ich, auch noch nicht alle voll, ne? Lass mal sehen. Warte mal, hier, Eisenerz. Nein, ich will ihn auch nicht aus. Ich will den weglegen, Mann. So. Eisenbarren. Ebenerz. So, zwei weg damit. Wieso habe ich denn da noch einen Bogen? Das verstehe ich. Ha. Sonst haben wir Golderz zweimal und das hier noch mal weglegen. Hm.
das nochmal weglegen. Genau, Quecksilbererz weglegen. So. Und sonst haben wir hier noch Schlüssel, die wir alle mal bekommen hatten und gefunden hatten und so weiter. Silberbarren. Stäbe, gut, Stiefel kann ich dann verkaufen, die anderen Sachen mit Sicherheit auch alle. Und dann bleiben noch Getränke, ja, den Helm haben wir ja. Okay. So, mal gucken. So. Krabbel, hast du noch irgendwas bei dir? Nein, die hat nichts. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ja, hast du noch was zu tragen? Was ich dir mal gegeben habe irgendwann? Gerne, solange ich zum Kämpfen komme. Braucht ihr etwas? Alles klar, gehen wir. Ja, zeig doch mal. Hallo. Ach, das gibt's gar nicht, ey. Hier drinnen geht nicht, oder was? Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Ich sehne mich nach einem Kampf. Gerne, solange ich zum Kämpfen komme. Ja, zeig doch mal. Das gibt's doch nicht. Kann ich euch noch irgendwie weiterhelfen? Ich sehne mich nach einem Kampf. Hm. Ach so. Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Den Elfenkriegshammer hat sie noch. Aha. Den nehme ich dann mal an mich. Okay, das kann sie ja behalten. Da haben wir noch viermal einen Falmerbogen. Ich trage zu viel? Oh, 5 Punkte. Okay, warte mal. So. Ja, da kommen wir mit. Alles klar, gehen wir. Ja, gehen wir. Gehen wir ist gut. Was wollt ihr, Kaiserlicher? Ich habe doch 5 weniger, oder etwa nicht? Ich sehne mich nach einem Kampf. Ja. Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. 3,25? Ich habe 3,30. Oh. Moment. Da fehlt ja noch einmal was. Keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Achso, ich habe den Bogen ausgerüstet. Ich wollte ihn ihr noch geben. Haha. Ach Gott, das ist doch nicht wahr. So. Alles klar. Gehen wir. Ja, da kommen wir erstmal hier mit. So. Dann gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch alles steht zum. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Ach, der hatte nur 750 bei sich. Nein, das brauche ich irgendwie nochmal. Guck mal, da habe ich 13 Stück von. Das macht 600 hier schon alleine das. Wow. So, 126 hat er noch. Wie wenig ist das denn? Aber das geht wohl mal nicht mehr. Ah, toll. Einmal. Zweimal. Gut, 18 dürfte kaum machbar sein. Das W40? Nein. Schöne dicke Halsketten? Nein, auch nicht. Für 18 gibt's so gut. Ja, das gibt's umsonst. Weg damit. Bin ich das auch mal los.
Kartoffel. 18 haben wir, für 18 gibt es gar nichts. 60, das wäre alles viel zu viel Geldverschwendung und so weiter. Nun gut, dann guck mal hier, Teller, Topf, Stiefel, ein Punkt. Ach, das ist auch noch sowas. Gut. Bitte kommt wieder. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwaren. Ja, ja, das will ich nicht wissen, wo du arbeitest. Für wen? Kommt doch mal in Beletors Laden am Markt vorbei. Ja, etwas, das da brauche. Bin ich doch gerade rausgekommen. Hast du das nicht gesehen? So, Leute, dann sage ich nochmal danke fürs Gucken. Und dann, ja, verabschiede ich mich für heute und fürs nächste Mal und überhaupt, ne? So. Dann mach's gut und bye bye.